Hey, Horche Moll. Bambas checkt die Lage. Der unzensierte Wochenrückblick. Laut, hart, triggert schnell. Immer freitags und nur bei StarFM. Servus, Le. Horch, jetzt hat sich ja wieder jeder gute Vorsitz fürs neue Jahr gemacht, ne? Der eine will zum 20. Mal auch das Jahr wieder mit dem Rauchen aufhören. Die andere Zumpfel will abnehmen, ne? Mit einer neuen Brigitte-Diät, was schon, Alterle. Ich hab mir ja auch was vorgenommen, ne? Ich sage jetzt seit 1. Januar bloß nur das, was ich wirklich denk. Ja, einfach die Wahrheit sagen. Neue Ehrlichkeit 2012 nenn ich das. Alterle, das ist voll ganz schön hart. Die Wahrheit tut manchmal richtig weh, hör ich. Angefangen hat das Ganze schon am Silvester, kurz nach Mitternacht. Da kommt im Burnout in meiner Stammkneipe bei der Silvesterfeier der Fanta-Dieter her zu mir, ne? Verstehst? Der Fanta-Dieter, Alter, leck mich fett, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Der totale Fickfehler, verstehst? Alter, Lerner sagt er wünscht mir ein gesundes neues Jahr. Was soll denn das? Der Fanta-Dieter, was will denn der von mir? So, neue Ehrlichkeit 2012, hab ich mir gedacht. Und habe ich zu ihm gesagt, was willst denn du jetzt in meiner HD-Projektion, du Vollpfosten? Fress am Bubbel, geh ham und scheiß dein Bett voll, du Depp. Naja, das mit dem Fanta-Dieter hat sie dann auch erledigt gehabt, ne? Am 1. Januar früh um 9 Uhr ruft meine Mutter an und erzählt mir einen Film vom tollen Buffet beim Silvesterball, wo meine Eltern waren, ne? Naja, ich bin um 8 Uhr erst heimgekommen, hab einen Kopf aufgehabt, ey. Naja, und dann hab ich zu ihr gesagt, weißt was, Mutter, die Scheiße von dem Buffet interessiert doch keine alte Sau. Und vor allem nicht jetzt in aller Herrgottsfrei. Ruf halt, wenn überhaupt, ihn zwar doch nochmal an. Aber überleg dir vorher, was du erzählst und erzähl keinen Müll, verstehst? Naja, von meinen Eltern hab ich seitdem auch nichts mehr gehört. Die Priscilla, ne? Mein Freund ist vorgestern auch ausgezogen. Bloß weil ich zu ihr gesagt hab, dass die Mandy, der geile Ostbube, das ist ihr beste Freundin, ne, prallere Titten hat wie sie und im Bett eine echte Granaten ist. Zack, na was fort die Priscilla. Naja, und meine Kumpel, der Scheißen und der Terror sind auch beleidigt und reden kein Wort mehr mit mir. Alles wegen der neuen Ehrlichkeit 2012. Naja, aber es hat ja auch mal rausgemäßt, dass das zwar brunzbläde Sozialschmarotzer sind und außer Saufen überhaupt nichts auf die Reihe kriegen in ihrem jämmerlichen, verpfuschten Scheißleben, ne? Naja, jetzt bin ich langsam ganz allein mit meiner neuen Ehrlichkeit 2012. Innerhalb von 6 Tagen hab ich's geschafft. Keiner kann mir mehr leiden, ne? Keiner schaut mir mehr an. Vielleicht soll ich alles rückgängig machen und einfach sagen, dass ich das alles gar nicht so gemeint hab. Ne? Dass das bloß ein lustiger Spaß war. Hä? Ist vielleicht doch nicht so der Burner mit der neuen Ehrlichkeit 2012. Vielleicht dann doch Lebensraum aufhören. Hä? Oder mal entspannt. Mal entspannt die Brigitte-Diät anfangen. Ist wahrscheinlich besser. Also, haut euch nahe, der Bimbas, Servusle. Bambas checkt die Lage. Der unzensierte Wochenrückblick. Jeden Freitag. Und nur bei StarFM. Maximum Rock. Check it out.